So, hallo, kommen wir jetzt gleich zum nächsten Ende. Und zwar ist ein interessantes Schreiben rumgeflattert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das mal ausgedruckt. Da hält also jemand hier ein Schreiben ins Internet gestellt, Amtsgericht Bernau. Da geht es um eine Zwangsversteigerung. Könnt ihr ja gerne mal nachlesen, bei Facebook da. Und zwar ist die unterschrieben, ihr könnt ja sehen, nur von der Justizbeschäftigten. Hier. Ne? Die Unterschrift von dem Rechtspfleger müsste ja hier stehen, die ist aber nicht da. Ich habe jetzt bloß eine Schwarz-Weiß-Kopie gemacht, nur dass ihr es seht. Was ist an dem Schreiben hier falsch? Erstens mal, muss man sich überlegen, in welchem Rechtsrahmen sind wir denn? Also hier wird die Deutsche Demokratische Republik vertreten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Karl-Liebknecht-Straße in 0346 Cottbus. Muss ich überlegen, hä? DDR und BRD wurden am 18.07.1990 0 Uhr gelöscht. Und zwar auf Grundlage der Entscheidung vom 17.07.1990. Das war die Voraussetzung dafür, dass man die Wirtschaftsgebiete am 3.10. vereinigen konnte, wenn es denn wirklich so war. Staaten wurden nicht vereinigt, sondern weil der Staat war ja nie geteilt, weil das Kaiserreich, also der Staat repräsentiert, in den Grenzen von 1914 schon immer so gewesen ist, auch nicht geteilt und irgendwie abgetrennt worden ist. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, der die Gebiete des Deutschen Kaiserreichs in den Grenzen von 1914 abgetreten hätte. Insofern ist es also nicht möglich, dass hier Tote was verfügen. Ja? Also es kann nicht sein, dass die Deutsche Demokratische Republik durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vertreten werden kann, weil das Datum dieser Zwangsvollstreckung 2015 liegt. So, Ausgang ist es am 22. September, seht ihr hier. So, die Deutsche Demokratische Republik ist ja am 18.07.1990 beerdigt worden, insofern konnte die nichts mehr verfügen. Und zwar auch aus dem Grund nicht, weil sie auch nicht richtig abgewickelt worden ist. Es wurde also kein Verweser für die DDR bestimmt, weil das am 18.07. nicht mehr möglich war. Und das Gesetz zur Privatisierung, also dass sowas überhaupt gemacht werden darf, ist nämlich ungültig. Das heißt, die Leute, die also hier diese angebliche, das Erbrecht an dem Nachlass sich besorgen, handeln also als Kriminelle, weil es ist nicht möglich, das Volkseigentum der DDR an irgendjemanden zu übertragen. Also wenn das jetzt irgendwas hier an diesem Land ist, also alles das, was in den Grenzen 1940 ist, gab es keine wirklichen Eigentumsübertragungen von Grund und Boden, sondern es war auch vorneweg alles Erbpachtrecht. Das wurde zwar immer von einer Familie gesagt, das gehört denen und denen, aber denen gehört das Nutzungsrecht, nicht das Land. Das darf man unterscheiden. Man hat das damals nicht so sprachlich sauber abgetrennt, aber so ist es halt. Ne? Das Land, auf dem wir leben, haben wir von den germanischen Stämmen zur Nutzung überlassen bekommen. Da ist kein Eigentumsübergang passiert. Das hat es nie gegeben. Ne? Und wenn das so wäre, dass sich jemand sagt, also das ist mein Eigentum, dann ist das einfach nur eine Anmaßung. Weil der ursprüngliche Geber sind die germanischen Stammesgebiete. Aus denen sind dann die Länder und dann gab es den Norddeutschen Bund und das Kaiserreich und so weiter, das alles danach entstanden. So, die haben alle sozusagen nur geliehenes Land. Dass sie dann natürlich Nutzungsrechte verkauft haben und daraus einen richtigen Handel entwickelt haben, eine ganz andere Geschichte. Aber das Eigentum im Grund und Boden gehört den deutschen Völkern. Und das will man uns streitig machen. Das ist also der Grund, weshalb hier in dem Land so sehr viele Migranten jetzt reingeholt werden. Also manche sprechen ja auch von Invasion. Es hat auch die Ausmaße einer Invasion. Und es wird auch nicht bei den 2 oder 3 Millionen bleiben, sondern wenn man das alles zusammenrechnet, was also jetzt in den Südländern schon an Flüchtlingen aufgelaufen ist, kommen wir ungefähr bei 20 Millionen. Das ist eine Größenordnung, wo man versuchen will, über einen Mehrheitsbeschluss etwas zu legalisieren, was damals bei der Weimarer Republik schiefgelaufen ist. Also man hat ja damals mit Hilfe der Putschregierung der Weimarer Republik den Kaiser weggeputscht, also den Staat beseitigt und versucht jetzt dieses illegale Ding mit einer Volksabstimmung in den Fahnen Schwarz-Rot-Gold zu legalisieren. Das ist nämlich die gefährliche Geschichte, wenn bei den ganzen Demos die Leute alle mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante rennen, eigentlich eine staatliche Struktur wollen, aber genau das Gegenteil zeigen. Also wenn sie geordnete Verhältnisse wollen, dann müssen sie natürlich um den Staat in der Bundesflagge draußen rumziehen.
dann würde man verstehen, aha, die Leute wollen gar nicht die schwarz-rot-goldene Weimarer Republik, sondern die wollen dieses ursprüngliche deutsche Kaiserreich zurück. Da hätte man dann natürlich wieder einen Rechtsstaat, da hätte man ordentlich gewählte Richter, ordentlich gewählte Beamte, dort hätte man ordentlich gewählte Polizisten, wir hätten eine ordentliche Grenzziehung, wir hätten einen Friedensvertrag, weil der Friedensvertrag von Brest-Litowsk ist ja durch niemanden angetastet worden. Die Weimarer Republik ist in den Krieg gezogen. Der Kaiser hat nur seine Bündnisverpflichtung erfüllt. Also vom Kaiserreich ist nie Krieg ausgegangen in dem Sinne. Auch die Schlacht am Waterberg ist die Reaktion eines Überfalls gewesen, also ein Verteidigungskrieg. Ist alles okay. So, das heißt, der Kaiser hatte nie einen Angriffskrieg gemacht und er hat auch für den Ersten Weltkrieg keine Reparation zu bezahlen. Es geht hier einfach nur um Geld. Man will also aufgrund dessen, dass die Bevölkerung jetzt aufgewacht ist und verstanden hat, dass es Schwarz-Rot-Gold die Farben der Putschregierung sind, hat natürlich Merkel rot gesehen, weil sie dann für die ganzen Ausgaben, die schon in der Vergangenheit irregulär gelaufen sind, weil die Staatsangehörigkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit niemand haben kann. Das weiß auch die Frau Merkel, weil sie es selber nicht hat. So, und damit ist aber nur gewählt worden, und zwar seit 1955 bis heute. Und weil das so ist, und weil im Prinzip der Eckstein, der das Gebäude der Bundesrepublik zum Einsturz bringt, die Staatsangehörigkeit ist, hat man natürlich versucht, die Wahlanfechtung, die in die Richtung geht, unter allen Umständen zu unterdrücken. Und damit das nicht unterdrückt werden kann, habe ich es natürlich im Video öffentlich gemacht. Ist klar. Ne? So, in Sachsen läuft sie noch, da ist auch noch nichts entschieden worden, weil dort haben wir also wirklich an der zentralen Stelle mal angefangen, dann haben wir an den zentralen Eckstein gerüttelt und da ist uns schon mitgeteilt worden, dass wir die Sollbruchstelle gefunden haben. Jetzt überlegen Sie, wie Sie es denn ordentlich machen. Da gibt es eigentlich nichts zu überlegen. Fakt ist, wir müssen in allen Bundesstaaten feststellen, wer nach dem Reichstag Staatsangehöriger ist. Erstmal. Dann kann man feststellen, wer nicht dazugehört, aber ein reguläres Bleiberecht hat. Die zweite Liste. Und die dritte Liste ist, sind die Leute, die kein legales Bleiberecht haben, weil sie eben über sichere Drittstaaten eingewandert sind oder überhaupt keine Einbürgerung durchlaufen konnten, weil nur ein kaiserlicher Beamter kann eine Einbürgerung machen. Die Bundesrepublik darf das gar nicht. Ja? Also sie kann in eine Firma jemand einbürgern, aber das ist keine Einbürgerung im Sinne der Staatsangehörigkeit. Also eine Einstellung in eine Firma ist keine Einbürgerung. Ja? Das ist einfach nur ein Arbeitsverhältnis. So dass also man kein Geld rausgeht, sondern Geld bezahlt. Also Steuern wäre Arbeitsverhältnis, dass man Geld bezahlen muss, damit man dort arbeitet. So ist die Bundesrepublik aufgebaut. So, das hat aber nichts mit staatlichen Strukturen zu tun. Die staatlichen Strukturen wären bestimmt durch die Rechte und Pflichten des Verwesers. Na, der Kaiser war in der Lage, Gesetze zu ändern oder in seiner Abwesenheit der Verweser. Und niemand anders war dazu berechtigt. Das Parlament konnte zwar Gesetze ausarbeiten und vorformulieren, aber wenn die Unterschrift vom Kaiser oder vom Verweser gefehlt hat, ist das Gesetz nicht geändert worden. Und demzufolge wurde das Ausfertigungsdatum auch nicht fortgeschrieben. Und wenn man jetzt ins Staatsangehörigkeitsgesetz der Bundesrepublik reinguckt, ist nämlich immer noch das kaiserliche Datum drin, im ursprünglichen Staatsangehörigkeitsgesetz. Und wer nach diesem ursprünglichen Staatsangehörigkeitsgesetz nicht Staatsangehöriger ist, da ist gar nicht Staatsangehöriger. Und dann nützt doch der gelbe Schein nichts. Der gelbe Schein ist halt sogar eine Abtrittserklärung dieser ursprünglichen Staatsangehörigkeit, weil man freiwillig eine andere annimmt, als die, die im Staatsangehörigkeitsgesetz ursprünglich verankert war. Demzufolge sind auch die Änderungsgesetzgebung, das ursprüngliche Rüsttag nicht mehr als Grundlage zu nehmen, ungültig, weil schon in der ersten Bundestagswahl nicht auf Grundlage des Rüsttags und auf Grundlage einer direkten Wahl, nämlich man hätte erstmal nach kaiserlichem Recht wählen müssen, angewendet worden ist. Erst in der ersten Bundestag, wenn er denn gültig zustande gekommen wäre, hätte entscheiden können, dann machen wir es in eine neue bundesstaatliche Wahl, aber da hätte erstmal ein Volksentscheid hergemusst. Und dieser ist nie passiert. So, dann kommt die zweite Geschichte. Es gibt jetzt eine neue Gruppe, die sich mit Gemeindeaktivierung befasst. Ich will das hier mal zeigen. Die nennt sich Verfassungsgebende Versammlung. Hat hier ein lustiges Schreiben rausgebracht und mehrere Thesen aufgestellt. Und zwar sagt sie, dass es einen Rechtegeber geben müsse. Ja, und ist also zurückgegangen bis 1849 und hat da gesagt, gab es da einen Rechteträger. Zu dem ersten Punkt muss man also sagen, das ist also hier der Punkt, Hauskirche. Kann sein, dass es dort eine Verfassung gegeben hat. Auf jeden Fall ist diese Verfassung nicht durch das Volk direkt gewählt worden, sondern nur wieder durch die verfassungsgebende Versammlung. Dann geht es weiter bis zum Kaiserreich. Da wird auch noch zugestanden, dass der Kaiser Rechteträger war. Aber hier ist der erste Fehler drin. Hier steht nämlich nicht drin, dass der Verweser das auch durfte. Das ist nämlich die Festlegung.
die bis 24.10., nee, 28.10.1918 gegolten haben. Alles, was bis dahin entschieden wurde, gehört zum Bereich des staatlichen Rechts. Alles, was danach entschieden wurde, ist Schwachmischdut, Putschregierung, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Bundesrepublik. Ja, die haben ja alle voneinander geerbt. So, das heißt, der zweite Punkt ist schon falsch. Wenn man eine Gemeinde aktivieren will, beziehungsweise auch eine Verfassung wählen lassen will, muss man genau in den Rechtsstand vom 28.10., das ist nämlich der Tag, wo der Kaiser aufgrund von Morddrohungen das Land verlassen hat. Und wenn jemand flüchtet, dann reagiert er, dann regiert er nicht mehr. Ja? Und damit ist dort der Stillstand des Rechts aufgrund des Putsches, der Weimarer Republik gegen den Kaiser, eingetreten. Und dann kann ich hier nicht weitermachen und irgendwas herleiten wollen oder eine neue Verfassung machen. Ich muss zunächst erstmal den Rechtsstand zurückkehren vom 28.10.1918. Und dort muss ich eine konstituierende Sitzung machen. Und die konstituierende Sitzung muss ein Reichsverweser einberufen. Und diesen Reichsverweser müssen wir erst wählen. Ansonsten geht ja gar nichts los. So, und wenn das aber, weil das aber so ist, kann ich mir den Rest der ganzen Herleitung schenken, weil ich brauche nicht eine neue Verfassung 2015 machen, weil ich habe eine Verfassung, nämlich die, die am 28.10.1918 gegolten hat. Dass ich die dann nochmal durchwählen lasse vom Volk, eine ganz andere Geschichte. Aber diese Wahl muss doch Verweser einberufen, weil bis dahin war die staatliche Entscheidung, dass es nicht vom Volk nochmal gewählt werden sollte. Sonst hätten sie es anders festgelegt. Aber in diesen Rechtsstand muss ich erstmal eintreten. So, wie komme ich jetzt zu den Verwesern? Verweser heißt im Prinzip ein Verwalter, der im Sinne der kaiserlichen Leitlinien der Politik tätig wird. So, und vom Volk legitimiert ist. Wer einfach nur was tut, beispielsweise durch eine bundesdeutsche Wahl an die Macht gekommen ist, der ist erstmal nur ein Notstandsleiter. Da heißt nicht, dass der zu irgendwas legitimiert wäre, sondern seine Legitimation kommt durch die Entlastung. Und Entlastung kann er nur kriegen, wenn er nach dem Recht und Gesetz der kaiserlichen Gesetzgebung gewirkt hat. Und wenn er das nicht gemacht hat, weil er sich eine eigene Gesetzgebung gegeben hat, weil wegen bundesdeutsches Recht oder was auch immer, wo er es her hat, oder Europarecht gibt es ja auch nicht in dem Sinne, ist nicht kein staatliches Recht. Dann muss er dafür zur Verantwortung gezogen. Also kriegt er keine Entlastung. Und diejenigen, die also das bundesdeutsche Recht hier durchgezogen haben, die sind zwar formal, weil sie handeln, sie sind Notstandsleiter, aber kriegen keine Entlastung. Demzufolge haben sie keine Legitimation, irgendwas zu verändern oder zu schließen. Das sei das Parlament, sei das irgendein Abgeordneter oder Ministerpräsident oder wie sie halten. Die haben alle keine ordentliche Staatsangehörigkeit. Weil sie müssen in ihrem Ausweis die Bundesstaatenangehörigkeit haben. Dann wären sie wählbar und könnten selber wählen. Und vorneweg können sie es nicht wählen, weil die Wahlgesetzgebung ist immer noch die vom Kaiser. Und dort gibt es nur ab Vollende des 25. Lebensjahres, also ab 26. Jahr, kann man dort als männlicher Staatsangehöriger wählen. Man muss also die Staatsangehörigkeit feststellen, das Geschlecht feststellen und das Alter feststellen. So, und dazu braucht man eine Wahlkommission. So, da muss man nicht die Wahlsachen der BRD herzunehmen, das ist nicht nötig, würde die Sache auch nur verzögern und verkomplizieren, weil das Melderegister enthält überhaupt keine Angaben zur Staatsangehörigkeit. Das, was die als Staatsangehörigkeit bezeichnen, ist nichts anderes als eine Betriebszugehörigkeit des Betriebes Bundesrepublik. Was anderes ist es nicht. Das Melderegister ist für die Wahlen völlig ungeeignet. Es gibt auch kein Gesetz, was die Gemeinde verpflichtet, das Melderegister in Ordnung zu bringen. Und weil das so ist, haben die Gemeinden das auch nicht gemacht. Und wir haben einige Fälle, wo es eben tatsächlich nicht in Ordnung ist. Wie zum Beispiel auch in meinem Fall. Weil ich habe nun mal einen anderen Geburtsnamen. Scheiße Müller. So. Und der darf aus dem Melderegister nicht gelöscht werden, weil der der Zugriff auf meine bürgerlichen Rechte in die Bundesstaatenangehörigkeit ist. So. Ich kann das zwar nachweisen, welche Geburtsurkunden habe. Ich habe zwei Geburtsurkunden. Insofern ist es alles kein Problem, rückabwickelbar. Und ich werde auch meinen Fall bis zum Verfassungsgericht durchklagen, wenn es sein muss. Einfach, damit das hier endlich mal in Ordnung kommt. Alles. So, es geht ja nicht nur darum, dass wir unordentliche Staatsangehörigkeit haben, sondern es geht ja auch um Schadenersatz. Also das, was durch Scheingerichte und Scheinbeschlüsse, also nochmal zur Erinnerung, habe ich schon das Ding. Scheinbeschluss ist es hier, ist ein Scheinbeschluss, weil derjenige, der hätte unterschreiben müssen, nicht unterschrieben hat. Ne? Auch ein Rechtspfleger ist kein Richter. Rechtspfleger kommt aus dem Rechtspflegergesetz vom Nationalsozialismus. Und solche Gesetze dürfen nicht angewendet werden, und zwar deswegen nicht, weil das Ermächtigungsgesetz ungültig zustande gekommen ist. Und die Abstimmung am 23.03.1933 ist ohne
die Mitglieder der KPD und SPD gewählt wurden. So, und damit ist das Wahlverfahren an diesem Tag ungültig. Das Ermächtigungsgesetz hätte Hitler ermächtigt, als Verweser tätig zu sein. Also dann hätte er, wenn es rechtmäßig zustande gekommen wäre, das Recht gehabt, Gesetze zu verabschieden, also auch die Staatsangehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit zu etablieren, was nicht gelungen ist, weil die Gesetze und die Fortführung des Nationalsozialismus auch der Bundesrepublik verboten wurden. Und das ist genau diese Sollbruchstelle, die in der Staatsangehörigkeit steckt, weil er immer noch mit der Staatsangehörigkeit von Adolf Hitler in der Bundesrepublik gewählt wird. Und das ist eine ungültige. Wir müssen also zurück auf die Bundesstaatenangehörigkeit, und deren Staatsflagge ist nicht schwarz-rot-gold, sondern die ist eben die Farben der Bundesstaatenflagge. Ich habe sie schon wegen 5-mal ins Bild gehalten, ich mache es auch noch einmal. Mal gucken. Ja. Es gibt da 26 Bundesstaaten, müssen wir erstmal die sortieren. Ja, hier, so sieht sie aus. Ja. Ja, das ist die von Sachsen, grün-weiß. Kann man mit Schwarz-Rot-Gold nicht verwechseln. So, und jeder, wer mit Schwarz-Rot-Gold um die Ecke rennt, der unterstützt eigentlich die Putschregierung der Weimarer Republik. Was anderes macht er nicht. Also ist gegen die staatliche Ordnung und dagegen, dass es endlich mal in Ordnung gebracht wird nach 100 Jahren. Und ich rede mir da mundfusslich, aber anders kommen wir in den Rechtsstand vom 28.10.1918 auch nicht rein. Also wir kommen nicht über die Weimarer Republik rein. Und wer das behauptet, der versteht es einfach nicht, wie das zustande gekommen ist. Die Weimarer Republik ist illegal zustande gekommen. Durch eine einfache Zirkusveranstaltung im Zirkus Busch. Da haben die einfach gesagt, wir machen das eine Weimarer Republik. Und dann hat sich Liebknecht hingestellt und hat die verkündet. Das ist aber keine Gründung eines Staates, sondern das ist einfach nur eine Bekanntgabe, dass wir gegen den Kaiser geputscht haben und dass wir den mit Waffengewalt dazu gezwungen hatten, eine Abdankungsurkunde zu unterschreiben. Und also wenn man so will wie ein Banküberfall, dadurch zu legitimieren, indem wir in die Zeitung reinschreiben, wir haben einen erfolgreichen Banküberfall durchgeführt und wir haben den Bankdirektor dazu genötigt, uns die Bank zu überlassen. Das ist das, was die Weimarer Republik als Staatsgründung bezeichnet. Und so, dem kann ich nicht mitgeben. Und wer immer noch das nicht begriffen hat und immer noch denkt, dass mit Schwarz-Rot-Gold weitergeht, da hat das Finanzproblem, das Schuldenproblem des Ersten und Zweiten Weltkriegs auch nicht wirklich verstanden. Warum hängt das damit zusammen? Nun, man muss überlegen, die Weimarer Republik ist ja diejenige, die den Kaiser weggeputscht hat. Und in der Zeit, wo der Erste und der Zweite Weltkrieg gelaufen ist, ist ja im Prinzip unter der Fortsetzung der Weimarer Republik passiert. Also die Weimarer Republik ist in Polen rein. Dass natürlich Polen ja vorneweg die Ostgebiete überfallen hat, eine ganz andere Geschichte. Also wann ist die Störung des Waffenstillstandes zum Ersten Weltkrieg durch Polen passiert? Und dann hat Hitler ja später den Durchmarsch bis an die Ostgebiete über die polnische Grenze gemacht. Das darf er ja auch. Wenn er vorneweg überfallen wird, darf er natürlich seine Ostgebiete befreien. Und dann muss er auch mit dem Paddelboot außen rum. Er darf dann schon die Landgrenze überschreiten. Das ist soweit okay, aber er hätte eben an der Ostgrenze von 1914 aufhören müssen, hätte wieder umkehren müssen. Das hat er nicht gemacht. Und das ist eben die Frage, warum hat er es nicht gemacht? Warum hat zum Beispiel Hitler den Versailler Vertrag erfüllt, obwohl er den gar nicht zu erfüllen hat? Weil der Verweser und auch der Kaiser haben den Versailler Vertrag nicht unterschrieben. Also ist er auch nicht vorhanden. So, wenn jetzt aber jemand den Vertrag erfüllt und also Geld ins Ausland schafft und jammert und klagt, die nehmen uns alles Geld weg und das Gold und was auch immer, auf Grundlage eines Vertrages, der gar nicht zustande gekommen ist, dann fragt man sich, warum hat er es denn verfolgt, warum hat er denn die Bedingungen des Versailler Vertrags akzeptiert? Da muss man sich fragen, wem hat er denn wirklich gedient? Und da habe ich so 1000 Fragezeichen. Fakt ist, dass der Erste Weltkrieg durch einen Erfüllung der Bündnisverpflichtung zu Österreich-Ungarn passiert ist. Und da hat Deutschland keine Schuld, sondern das hängt eben damit zusammen, dass die englischen Freimaurer das Kaiserreich Österreich-Ungarn und dann Deutschland und Russland wegputschen wollte. Das ist der Grund von russischer Revolution, französischer Revolution, die haben die auch angezettelt, und auch Österreich-Ungarn und Deutschland. So, das steckt dahinter, das weiß man auch, das kann man auch beweisen. Es gibt auch ein interessantes Buch, der Krieg hatte viele Väter, müsst ihr mal lesen. Es ging ja also nur um wirtschaftliche Interessen. Also man wollte Deutschland und auch Österreich-Ungarn und die Schweiz von der Weltvormachtstellung der wirtschaftlichen Führungskraft weg abschneiden. So, darum ging es. Das war der Kriegsgrund. Und der Zweite Weltkrieg ist ja nichts anderes als die Fortsetzung des Ersten. Denn der Zweite Weltkrieg ist dadurch zustande gekommen, dass eine Waffenstillstandsverletzung des Ersten Weltkriegs begangen worden ist. Und zwar Überfall auf die Ostgebiete.
dass dann Hitler später rein ist und wegen dem Kleiwitz, das ist alles belanglose Sache. Entscheidend ist, wer zuerst den Waffenstillstand gebrochen hat, das Polen. So, nun wurde argumentiert, naja, Stalin hat ja eine Mobilmachung gemacht und hat dann an der Grenze zwischen Polen und Russland Panzer aufgebaut und wollte sozusagen das Deutsche Reich von Osten überfallen. Und das hat Hitler dann als Rechtfertigung genommen, um einen Krieg gegen Russland zu führen. Man muss ja überlegen, in welchem Auftrag hat Hitler gehandelt. Er hat nicht als Staat gehandelt, weil das Ermächtigungsgesetz war ungültig. Er ist also maximal, wenn überhaupt, im Rechtsstaat der Weimarer Republik. Also hat die Weimarer Republik Russland überfallen und nicht der Kaiser. Und das muss man ganz klar trennen. Und sobald man sich von dem Übergabedatum vom 28.10.1918 wegbewegt, kommt man in die Haftung des Ersten oder Zweiten Weltkriegs rein. So, und da weiß man, dass die Gläubigen der 1919er Weimarer Reichsverfassung genau das wollen. Wenn man sich in die sächsische Verfassung einliest, merkt man, dass unten die Weimarer Reichsverfassung zitiert ist. Also man erkennt den Rechtsstand der Weimarer Republik an, also man tut mit der Putschregierung gegen den Staat als Freistaat paktieren. Und das ist Hochverrat, ganz einfache Geschichte. Denn der Freistaat muss, wenn er rechtmäßiger Notstandsleiter sein will, sich auf die Leitlinien der kaiserlichen Gesetzgebung stützen. Und da kann es zum Beispiel nie sein, dass eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Union passiert, weil die Europäische Union ein Feindstaat gegen das Kaiserreich war und ist, immer noch. Auch die UN hat eine Feindstaatenvereinigung gegen das Kaiserreich, auch gegen Österreich-Ungarn. So, und wenn man also die Grenzen sauber kennt und weiß, dass die Ersten und Zweiten Weltkriege nicht alleine aufgrund des Faschismus entstanden sind, das war den Kriegstreibern im Wesentlichen egal, wer an der Macht ist, die wollten einfach nur die Geldmenge kontrollieren und wollten die wirtschaftlichen Erfolge kontrollieren. Die wollten im Prinzip die technischen Patente und die Erfindungen, die es in mir nochmal gegeben hat, abgreifen. Das war der Zweck und kein anderer. So, und man wollte gleichzeitig verhindern, dass in den kreisfreien Städten, also die Möglichkeit haben, autark zu werden, dass sich dort wieder Leben und wirtschaftlicher Wohlstand ansammeln kann. Da gehört zum Beispiel Chemnitz dazu, da gehört Kiel dazu, da gehört Dresden und Leipzig dazu und die ganzen Städte, die alle auch noch die Kreisfreiheit haben. Und wenn in diesen Städten ein Verweser gewählt wird, da muss man zum Beispiel denken, Chemnitz ist ja nicht nur als ganzes kreisfrei, sondern die Randgemeinden selber sind auch kreisfrei. Also Olber ist für sich kreisfrei, Klaffenbach ist kreisfrei, Röstdorf, Grünau, was gibt es noch? Die ganzen umliegenden Gemeinden. Die können alle einen eigenen Verweser wählen. Und wenn die das wählen, fallen die aus der EU, aus der Bundesrepublik komplett raus, zurück ins Kaiserreich. Und die könnten dann sagen, ab heute gilt die und die Notstandsgesetzgebung und dann entwickeln wir eine Basisdemokratie von diesem Punkt aus los. So, und da muss genau das erste Protokoll dieser Gemeindeversammlung ansetzen an der letzten Verhandlung, am verletzten Verhandlungstag vom 28.10.1918. So, das wäre der erste Tagesordnungspunkt. Was war an dem Tag los? Und dann muss an der Stelle das Protokoll fortgeführt werden. Und dann kann die Gemeinde ein Gesetz machen, was für ihren Wahlkreis, wo der Professor gewählt hat, gültig ist. So. Aber um das zu machen, müsste die Gemeinde erstmal jeden informieren, dass diese Wahl stattfindet. Es kann also nicht heimlich sein, dass man jetzt so 10 oder 12 Leute zusammenholt und dort einfach sagen, wir wählen jetzt mal in irgendeiner Kneipe einen Verweser. Und das muss jeder in seinem Briefkasten Informationen haben und vielleicht auch in mehreren Vorgärten, die immer privaten Besitz ist, also dort auch ein Wahlplakat aufgehängt ist, also dass jeder mindestens immer dort vorbei muss, wenn er zum Einkaufen oder zur Arbeit fährt. So dass man sagen kann, wenn das also einen Monat vorneweg aufgestellt ist, was es jeder Ort nun endlich mal begriffen hat und die Wahlunterlagen sozusagen erhalten hat. Die Wahlunterlagen wären in dem Fall der Abstammungsnachweis in 2 Generationen männlicher Vorfahren, dass man in einem Bundesstaat geboren wurde. Und wenn man in einem anderen Bundesstaat geboren wurde, meinetwegen Ostpreußen oder Schlesien oder Elsass-Lothringen, so, dann müsste man das belegen und dann müsste dann im Prinzip eine Anerkennung oder eine Einbürgerung passieren, damit im Bundesstaat Sachsen aufgrund dessen, dass man umgezogen ist, eine Wahlberechtigung besteht. So, und die Männlichen könnten dann wählen und dann könnte man sagen, man tut jetzt die Frauen für sich zählen, die auch die Staatsangehörigkeit aufgrund ihrer Heirat oder aufgrund ihrer Abstammung, also weil sie die Tochter von einem Vater, dessen Großvater auch Deutscher war, ist. So. Getrennt zählen und dann getrennt auch nach bundesdeutschem Wahlrecht und dann können wir sozusagen ein Votum machen.
So, ob derjenige vorgeschlagene Professor für das Gebiet Entscheidungen treffen kann. Und da, von denen, muss er die absolute Mehrheit erreichen. Gewählt ist er, aber wenn er die absolute Mehrheit der männlichen über 26-jährigen Wahlberechtigten hat. So, wenn in dem Ort eben nur 100 die Voraussetzungen erfüllen, weil alle anderen zugezogen sind oder eben keine Abstammung nachweisen können, dann entscheiden die 50 bzw. 51 Wahlberechtigte über die gültige Wahl. Und die anderen bleiben erstmal außen vor, bis das Wahlprozedere geändert worden ist. Das Wahlprozedere kann erst geändert werden, wenn alle Gemeinden aktiviert wurden in der Bundesrepublik. Das wird eine sportliche Aufgabe. Ich gehe aber davon aus, wenn ein paar Gemeinden schon autark sind, dass es dann relativ schnell wie eine Kettenreaktion rumkommt, weil das Geld, was ausländische Investoren rein investieren, natürlich erstmal in eine Gemeinde fällt, die schon aktiviert ist und die in die alten Rechte wieder eintreten konnte. Und zwar aus dem Grund, weil diese Gemeinde keine Verschuldung hat. Es wäre also das Kaiserreich das einzige Land der Welt, was nicht unter die Finanzkrise fällt. Aber der Kaiser hat keine Schulden gehabt. Der hatte eher noch Guthaben. Und er ist auch der Eigentümer des sogenannten Goldschatzes, ne? Der dann später mal von Hitler noch durch Raubzüge, was auch immer, aufgestockt worden ist. Aber der Teil, der schon im Kaiserreich schon bestanden ist, gehört den Bundesstaaten und nicht der Bundesrepublik. Also auch wenn die Bundesbank das verwaltet, sie ist nicht Eigentümer, auch nicht Verfügungsberechtigter. Und man muss es ja auch so sehen, die Alliierten haben ja einen Pfändungsvorbehalt gemacht um allem, was hier an Volkseigentum und an öffentlichen Gebäuden ist, damit es eben nicht ausgeplündert werden darf. Es wird aber trotzdem gemacht, wie man an diesem Schreiben sieht, weil nämlich hier sich irgendeine Bundesanstalt, was auch nur ein Parteikonstrukt ist, sich anmaßt, über die Besitztümer der DDR, was ja auch nichts anderes ist als eine alliierte Verwaltung vom Kaiserreich, sich Eigentum zu übertragen bzw. ins Ausland zu schaffen. Das funktioniert also nicht. So. Das ist eben die sportliche Aufgabe. Aber man muss eben erstmal ersehen und erkennen, was der richtige Weg ist. Viele fangen jetzt an und wollen jetzt hier den souveränen Menschen erstmal erklären. Manche wollen ÖPBT machen, wo man auch wieder weiß, da steckt eine Rothschild dahinter. Dann gibt es wieder andere, die wieder ein anderes Sau durchs Dorf treiben. Wir brauchen das alles nicht. Die Gesetzgebung, die an diesem 28.10.1918 gilt, das ist dort, wo es losgeht. Und die Gesetze, die dort vorhanden waren, die sind die, die man nehmen muss. Dann müsste man auch schon ein neues Gesetz machen. Ein neues Gesetz kann man entweder nur regional für den Wahlkreis machen oder müsste alles aktivieren und dann kann man die Reichsgesetzgebung machen. Und solange das nicht erfolgt ist, muss man auch den alten Prozedere der alten Wahlgesetzgebung vom Kaiser wählen. Und auch Verfahren. Das ist nun mal der Erfordernis. So, ich denke mal, wir haben ein ganzes Stück dann das angearbeitet. Es gibt noch eine weitere Ende, das sogenannte Trutz grauer Bode. Das klingt alles sehr naja, plausibel, aber man sieht ja wieder, dass also hier wieder auch Hitler als angeblicher Verweser geführt wird. Und man kann also hier das ganze Ding da durchlesen. Also fällt genau dadurch auf den Rücken, weil man die Staatsangehörigkeit Deutsches Reich nicht haben kann. Ja, also eine Staatsangehörigkeit Deutsches Reich gibt es nicht, weil der Staatenbund ein Verein ist. Die Staatsangehörigkeit kommt aus den Bundesstaaten. Und das hat eben auch der Verfasser hier, sag's nochmal her, nicht verstanden. Ja, es gibt also 26 Staatsangehörigkeiten. Eine von denen ist die richtige, nämlich dort, wo man wohnt. So, und dann darf dieser Bundesstaat darf diese Pässe ausstellen. Wenn es eben in einem Bundesstaat nur eine aktivierte Gemeinde gibt, dann ist die erste aktivierte Gemeinde erstmal dafür zuständig, dass Pässe ausgestellt werden. Und zwar vorrangig erstmal für die eigene Gemeinde und nur über Amtshilfe für andere. Ne? Und der Verweser des Gebietes darf Notstandsleiter entlasten. Also zum Beispiel, wenn jetzt die BRD gesagt hat, wir bauen jetzt hier eine Straße durch und wir haben die Beleuchtung modernisiert, wenn man dann sagt, okay, das war erforderlich und auch hätte das Deutsche Reich oder das Deutsche Kaiserreich ummachen müssen, da kann man eine Entlastung erteilen. Wenn aber eine Gemeinde sagt, wir machen jetzt die Landwirtschaft platt und wir tun das alles umstrukturieren und wir haben nur noch Monsanto Saatgut da, dann kann man das nicht entlasten. Dann muss man natürlich, auch wenn das ein riesengroßer Wiedergutmachungsschaden ist, rückabwickeln. Ne? Also muss eben dieses Geld, was da hier verseucht ist mit genmanipuliertem Zeug, komplett umgeackert werden und dass die Pflanzen dort raus. Das kostet, das muss dann der Bundesrepublik aufs Ohr gedrückt werden. Die Frage ist nur, ist er dann noch liquide? Und das würde ich mal eher verneinen. Und deswegen ist es auch gut, dass jeder seine Ansprüche, die er also
gegen die Bundesrepublik hat, in der nächsten Zeit formuliert, weil davon auszugehen ist, dass zur Einführung der BRICS-Währung, die ja nun vom 1. Januar angekündigt wird, alles umfällt, was mit Euro oder Dollar abgerechnet wird. Also auch die Zahlungsfähigkeit der Bundesrepublik umfällt, inklusive Sozialleistungen und der Grundversorgung. Das muss man hier ganz klar sagen. Und die Migranten oder Investoren hier reinzulocken in das Land, ist ja nur der Vorwurf, einen Schuldenbock zu suchen für die Verantwortungslosigkeit, die Bundesrepublik sich zu Schulden kommen lassen hat. Und dann nützt es auch nicht, wenn sie die Bundeswehr bitten, gegen das Volk vorzugehen. Nee, die Bundeswehr muss Fakten schaffen, indem sie einfährt nach Berlin und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir Notstandsgesetzgebung, die uns das Gesetz vorschreibt, das ist die Notstandsgesetzgebung von 1914, öffentliche Ordnung und Sicherheit herstellen. Und dann muss jeder seine Staatsangehörigkeit nach Rostock nachweisen. Das ist die erste Amtshandlung. Kommt dort die Bundeswehr nicht rum. So, und dann muss derjenige, der das nicht hat, einen Aufenthaltstitel haben oder eine Einbürgerung durchlaufen. Aber das kann eben nicht in der Größenordnung der Migranten sein, weil erst dann muss der Staat stehen, bevor man irgendjemand einbürgern kann. Also kann es auch nur ein Aufenthaltstitel über ein halbes Jahr, was auch immer sein, bis erstmal geklärt ist, was hier los ist. Und das ist die Message des Tages.